Lernen eben um 16 Uhr gestartet, das war Montag. Und das Erste, was wir gehabt haben, war eben, weil wir das Jahresthema des Miteinanders heuer hatten. Das heißt, Miteinander sind der Schreibweise des Miteinanders, also auch um nicht zu sagen, dieses Ich und Du, dieses Ich und der andere vielleicht auch, diese Frage nach Beziehungsstrukturen auf jeden Fall auch drinnen hatten. Miteinander bedeutet wirklich, jeder, der sowieso anders ist als der andere, ist trotzdem in einer Gemeinschaft viel stärker als alleine. Dass man quasi irgendwie schon immer so ein bisschen 1+ ist, also man ist halt einfach nicht allein, und ob man jetzt mit Freund oder mit dem Partner, der Partnerin irgendwo hingeht oder wenn man wohin geht und dann findet man dort irgendwelche Leute, mit denen man ins Gespräch kommt, das ist alles für mich eigentlich ein Miteinander, also im Prinzip Kommunikation. Von Anfang an, vom ersten Tag weg, äußerst zufrieden, weil wir so viele Angebote bekommen haben, um wirklich partizipative Kunstproduktion in allen möglichen Facetten ausprobieren zu können. Voll. Also ich habe mir nichts wirklich darunter vorgestellt. Ich habe mir gedacht, ich mache die jetzt mit die 2 Wochen und schaue mir das dann an. Es waren ganz viele verschiedene Workshops und einige waren dabei, wo ich mir eher gedacht habe, ja okay, das interessiert mich jetzt nicht so oder das kann ich auch nicht so. Und ich war aber von jedem positiv überrascht und das war voll, voll cool. Also ich bin selber einfach auf ein paar Sachen draufgekommen, weil ich mir gedacht habe, nein, das will ich nicht, und weil ich es dann nicht probiert habe, und jetzt dadurch, irgendwie, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie so viele verschiedene Sachen zu machen, so geballt in 2 Wochen, cool. Ganz viele Eindrücke, denn es war jeder Tag gut strukturiert. Und innerhalb dieser Struktur waren natürlich sehr reichhaltige Dinge auch zu erledigen, sei es jetzt die eigene Arbeit, Schreibarbeit, das Nachdenken über das Projekt, was man selber dann realisieren möchte, oder eben diese Gruppenarbeiten in den verschiedenen Workshops. Ja, cool ist auch, dass man einfach innerhalb dieser 2 Wochen, wo man einfach extrem viel Zeit miteinander verbringt, von 9 in der Früh bis halb 9 am Abend, mit Pausen dazwischen, man lernt andere Menschen kennen, also wir waren insgesamt zu 10 und dann, also 9 für mich völlig fremde Personen, und das schweißt dann halt voll zusammen, also man ist da auf engem Raum, voll viele verschiedene Workshops, immer wieder interaktiv, immer wieder Gruppenarbeit, und man hat voll viel Austausch und es ist oft anstrengend gewesen, aber auch total cool, also man hat einfach so, ich arbeite normalerweise halt schon voll lang im Theater, und das waren jetzt so 2 Wochen, die so für sich stehen in dem Jahr jetzt für mich. So ganz eine andere Welt mit ganz anderen Eindrücken, das echt cool war. Auf jeden Fall, weil ohne dies gewünscht wird, dass ganz viele Impulse nach außen gehen. Und dass je mehr dann mitmachen und je mehr darauf aufmerksam werden, umso besser ist es. Ich glaube, es kann es verändern, weil sie Leute einfach zusammenfinden, die was sonst nicht zueinander finden würden. Und Kooperation und Vernetzung ist einfach extrem wichtig, dass man weiß, okay, wer hätte nur Interesse an einem Projekt mitzuwirken, dass man weiß, hey, der kennt die, die voll gut das und das Problem lösen könnte, dass man da halt irgendwie zusammenhält. Und gerade im Kulturbereich ist oft voll wenig Geld da, und ich glaube, dann ist man nur viel mehr darauf angewiesen, dass man miteinander arbeitet und nicht gegeneinander in seinem eigenen Süppchen dahinschwimmt. Dass wirklich Kooperationen weiter gefördert werden, auch untereinander, die Vernetzung zwischen den einzelnen Kulturinitiativen. Wenn das gut ins Laufen kommt, gut funktioniert, dann sind wir einfach miteinander noch stärker als jetzt. Das wäre eines der Ziele. Ja, ich finde, es gibt voll viel und es ist total cool, und ich finde nicht, dass irgendwie wir zu wenig Angebot haben. Was mich ärgert, ist eher, dass Leute gibt, die was behaupten, es ist nichts los, und ich denke mir dann einfach mal, ja, du bist ein bisschen ein Idiot, weil es ist voll viel los, und nur weil du zu faul bist, um aufzustehen und rauszugehen, also ganz ehrlich, es gibt ganz viele Konzerte, die was teilweise dann nicht einmal was kosten, die gratis sind. Ich meine, was will man denn nur, will man die Leute bezahlen dafür, dass sie in eine Kulturveranstaltung gehen? Also da finde ich, ist die Selbstvernehmung von der Bevölkerung, die ist irgendwie teilweise ein bisschen schräg, und ich glaube, nicht, dass man immer sagen soll, halt, man, Salzburg ist öd und da tut sie nichts und nur Festspiele. Das ist Bullshit, das ist voll viel los und was soll das? Man muss halt einfach auch nur hingehen und mitmachen und sich ein bisschen was trauen und nicht nur in so einer Wohlfühloase umeinander liegen. Ja. Ja, jeden anders sein lassen und in seinem Anderssein mögen. Das ist ganz ein wichtiger Aspekt, glaube ich. Zuhören, einfach die anderen Menschen wahrnehmen, einmal hinhören, hey, was ist da los, welche Probleme hast du? Nicht nur auf sich selbst bezogen sein, sondern echt andere Menschen wahrnehmen und so ein bisschen bewusst durchs Leben gehen. Ja. Ich habe mich insofern nicht zu stark verändert, aber ich spüre, dass in mir auch jetzt wieder etwas brennt, eine Begeisterung für ganz viele neue Projekte, an die ich immer schon latent gedacht habe und die jetzt aber so richtig eben einen Push bekommen haben. Es ist zum Beispiel auch ein großes Fest mit allen Künsten, was man unter ein Thema stellt und wo man wirklich, da kann man von Ort zu Ort gehen und mit Musik, mit Tanz, mit Schauspiel, mit Performances, mit Artistik Menschen zu einem bestimmten Thema hinführen. Das kann durchaus was Klassisches, mit was Klassischem als Aufhänger beginnen, aber eben mit zeitgenössischen Kunstproduktionen, die sowohl die Kinder, die Jugendlichen und auch die Erwachsenen anspricht und das Mitmachen einfach dann auch die Leute wieder weiter begeistert. Mein Projekt wird sich in Sickhartstein abspielen. Mit den Puzzleteilen, die jeder Einwohner von Sickhartstein bekommt, soll im Laufe von einigen Monaten ein Fest organisiert werden, wo dann die ganzen Bewohner erscheinen. Sie werden alle zu einer sozialen Plastik, weil alle miteinander Kunstwerke schaffen werden, die sie in dem Prozess des Einladens sich wünschen, die sie auswählen können, die sie bestimmen werden. Alles mitsammeln soll dazu dienen, dass die Nachbarn gut zusammenwachsen, dass es ein Miteinander geben wird, bei all dem, wo jeder anders ist als der andere. Ich möchte und ich werde an den Bushaltestellen der Strecke am Guckental, Koppel, Ebenau und Struck-Lamberg von Salzburg weg Hörstationen machen. Mithilfe eines QR-Codes kann man dann mit dem Handy eine Audiodatei öffnen und man hört dann eine spannende Geschichte zum Dorf. Das Ganze wird dann als Hörspiel gestaltet, also mit viel Musik, im Idealfall vielleicht mit Hilfe von Musikerinnen aus dem Ort und Geräuschen. Die Wahl, welche Geschichte erzählt werden soll, die treffe ich zusammen mit den Menschen aus dieser Region vor Ort.